So, jetzt geht es in dieses wunderbare Gebiet hier. Ich habe hier gegen einige Kreaturen damals gekämpft, die waren wirklich manchmal nicht angenehm, aber sie waren schaffbar ohne große Probleme. Es waren nur viele, aber leichte Gegner. Ja, da bin ich wieder. Neue Welten, neu ist das hier. Das sind diese, von denen ich gerade gesprochen habe. Die waren anstrengend, aber es war möglich. Anstrengend, aber glücklich. Ihr könnt hier langlaufen überall. Und kommt hier erstmal auf den Friedhof. Euch begrüßt erstmal dieses wunderbare Skelett. Die 5, kann ich das Ding abbauen? Nee. Ich weiß gar nicht. Doch, hier hat jemand schon übernachtet. Hier ist ein Kissen. Friedhofsschänderei. Ihr klaut denen einfach die Blumen. Und die Pflanzen und so weiter brauchen sie nicht mehr. Ich muss selber überlegen, wo geht es jetzt eigentlich lang? Da oben geht's lang. Ich habe genug Getränke, die ich dann dafür nutzen kann. Bambus kriegt er hier. Das ist schon mal ganz gut. Ihr könnt hier lang auf jeden Fall. Hier sind zumindest die ersten, die euch angreifen würden. Also hier müsst ihr vorsichtig sein. Das sind diese Ninja-Zombies. So wie die aussehen. Gut. Hier drinnen könnt ihr auch immer wunderbar Zeug mitnehmen. Äpfel über alles hier, also das ist schon krass, was ihr hier alles mitnehmen könnt. Pflanzen, nee, die Pflanzen nicht. Der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Der wurde gut abgenagt, hat kein einziges Stück Haut mehr dran, ne? Da waren die Ratten brav. Keine ekligen Sachen. Ich bin nicht eklig. Ja, doch ein bisschen. Ich bin nur realistisch. Die Ratten waren artig. Könnte alles mitnehmen hier. Was ist das auch immer? Apple, wilde, ja, wilde Saat. Bei Stardew Valley hat die wilde Saat keinerlei Wert. Hier schon. Bin mal gespannt, wenn ich diesen ganzen unnützen Kram verkaufe, wie viel ich hier rausbekomme. Hier ist ja von der Seite Feierabend, das könnte auch alles mitnehmen. Bin mal gespannt, wenn ich hier durch die Gegend reise und ich hier alles verkaufe, wie viel Geld ich am Ende übrig habe. Weil ich brauche es ja nicht, ich zeige ja nur, ich nutze nur die Lebensmittel, die ich jetzt im Überleben brauche, im friedlichen Bereich. So viel wie ich hier einsammle, haben die anderen auf Garantie nicht. Weil die laufen ja nicht so viel rum wie ich. Wow. Das sieht aus wie Hirnmasse. Ist aber Jade. So, dann geht's wieder runter, denn hier könnt ihr nicht weiter aufnehmen. Dankeschön. Freut mich schon, wenn du mich hier rauslässt aus dem Haus. So, hier bin ich raus aus dem Haus. Da vorne war noch ein Haus. Da kommt man aber nicht rein. Nee, das ist verschlossen, das Gebäude. Dann geht es auf jeden Fall noch weiter hier hinter. Diese Truhen könnt ihr nicht mitnehmen, die sind nur Dekoration. Aber das könnt ihr abbauen. Okay, das war jetzt so früh gesagt. Nächstes Haus und so weiter. Habe ich hier schon alles mitgenommen?
Ja, ich war schon hier drinne gewesen. Dann geht es hier, ein Haus nach dem anderen. Nutzt die Chance. Ihr könnt ihr wirklich euch austoben. Ninjado. Okay. Ich nehme das mal mit runter. Drück mal auf, wo ist denn das? Auf die 3. Also wenn ich jetzt mein Tierchen ziehe, werde ich das gleich mal testen. Außer meine Katze, die darf natürlich nicht. Die wird nur gestreichelt. Papier, Papier. Warum schreiben die Leute eigentlich in dieser Zeit noch, wenn sowieso keiner mehr lesen kann? Die haben immer noch die Hoffnung, dass jemand kommt und das noch liest, obwohl er keinen Bock mehr drauf hat. Machen Sie es auch für sich selber. Ja, als Erinnerung für sich selber, genau. Dann wollen wir mal. Also hier habe ich noch nicht sowas gesehen. Ihr müsst auch in die Ecken schauen, wie ich gerade mitbekommen habe. Hier kann sich auch überall was verstecken. Gut. Ach, das ist wieder so ein Haus, wo ich ja echt kämpfen muss, um rauszukommen. Hallo, Kleine. So, dann geht's hier wieder raus. Zum nächsten. Oh, ich glaube, hier war ich schon. Ja, stimmt, hier ist der Ausgang. Das war es hier gewesen mit diesen Häusern. Jetzt kann ich ja noch mal ganz gemütlich durch die Stadt gehen. Nennt sich Dorf. Sag mal. Wie kriegt der blöde Huhn nicht? Das ist schneller als. Nee, das ist ja. Ich fühle mich gerade wie Rocky Balboa in Teil 1, wo er die Hühner auf dem Hinterhof fangen musste. Wo er hat es gefangen, ich krieg's nicht. Hier ist noch ein Weg, wie man hier gerade sieht. Wenn man jetzt hier zum Beispiel. Nee, geht nicht. Ist hier oben. Ah ja, stimmt, hier oben war ja auch noch was. War ja so gewesen. Stimmt ja. Ach so, da muss man alle einzeln nehmen. Also wenn ich hier aus dieser Welt rausgehe, kann ich mit Äpfeln werfen. Dann kann ich ja Bionade noch welche abgeben. Und meiner Schwägerin kann ich auch noch Kürbis abgeben. Und den Schmied bei Stardew Valley kann ich Eisenbahnen abgeben. Ja, Gold habe ich auch. Was ist denn das hier? Ja, die Waschmaschine piept die ganze Zeit. Ich habe sie aber nicht angemacht. Die Katzen müssen jetzt mal ganz kurz ins Badezimmer die Waschmaschine ausräumen. Ich habe keinen Bock. Nur fair, wenn die auch mal was machen im Haus. Ja, die Katzen sind sowas von faul. Wollen gefüttert werden, wollen gestreichelt werden, wollen geknuddelt werden. Aber die machen nichts dafür. Die gehen nicht einkaufen, die putzen nicht den Haushalt. Und wenn sie mal was machen sollen, dann meckern sie rum. Miau. Das sind echt schreckliche Katzen. Und von wem haben sie das? Und Die von dir. sind sowas von egoistisch. So. Mann, ich nehme jetzt so viele Lebensmittel auf, ich bin da bestimmt gleich wieder voll. Wow. Nee, nach oben gehe ich jetzt nicht, das ist mir echt zu viel. Geht's denn noch höher?
Und da war ich, bin ich jetzt ganz oben angekommen. Es geht da noch höher. Zum Chef hier oben wahrscheinlich. Das ist jetzt das Chefgebäude. Na, der hat auf jeden Fall gutes Futter. Der hat ein paar Schlagstöcke bei sich, um seine Frauen gehörig zu machen. Und. Das Messer am Bett. Warum auch immer. Also ich habe kein Messer am Bett. Gut. So sieht die Welt von oben aus. Ich gehe jetzt mal auf die 9, dann sieht man mehr. Dann geht es jetzt mal hier runter, mal gucken. Ich habe jetzt aber noch nicht verstrahlt das gesehen auf die, in dieser Welt. Ja, ich muss ein bisschen mausen, was ein bisschen drehen. Ich kann ja mal hier rüber springen. Da ist der Ballon. Aber weiter hoch komme ich wahrscheinlich auch nicht. Wie ihr seht, dann hört es auf. Das heißt, ich muss jetzt wieder hier runter. Nee, ich habe schon mehr als genug. Ich nehme jetzt nicht noch mehr mit. Ich folge jetzt dem Weg nach unten. Gehe jetzt einmal diesen Weg lang und dann werden wir uns auch gleich in der nächsten Folge sehen. Ich werde euch diese Insel auch mal so ein bisschen zeigen. Ich bin noch nie selber, obwohl ich den schon durch habe, über diese Insel groß gelaufen. Ich bin immer nur die Wege lang gelaufen, und das war es auch.